Hallöchen, meine lieben Freunde, Nacht und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Runde. VOT Replays von mir wieder im VK 3001 Heavy. Ich gehe mal davon aus, dass H steht für Heavy. So. Wir befinden uns auf Himmelsdorf, Himmelsrand. Wie komme ich auf Himmelsrand? Himmelsdorf natürlich, ne? Himmelsdorf. Ein schönes Tier 5 Gematche wieder. Keiner hat was zu beschweren, außer der Panzerjäger 1 vielleicht bei uns im Team, weil das ein Tier 2er. Der hat es bloß hochgezogen, weil er mit dem AMX 38 zusammen in einem Zug ist. Der hat ihn hier mit hochgeschleppt. Ob der seinen Spaß haben wird, können wir mal drauf achten. Ansonsten kann ich nur sagen, ich habe meinen Spaß gehabt. Dieses Replay habe ich übrigens auch beim Doc Ratti mit eingeschickt. In seine Replay-Runde. Mal gucken, was er dazu zu sagen hat. Ich bin eigentlich recht zufrieden. Um Medaillen geht es mir ja im Moment eigentlich noch nicht. Wenn ich eine kriege bei meinen Spielen, bin ich eigentlich froh. Aber mir geht es eigentlich primär nur darum, zu lernen, wie funktioniert die Panzerklasse. Wie kann ich damit gut umgehen. Und wie kann ich damit effektiv umgehen. Normalerweise fahre ich hier immer hoch zur Burg. Weil irgendwie treffen sich da alle, besonders wenn es ein Beregnungsgefecht ist. Also man die Flagge am Bahnhof einnehmen muss. Treffen sich alle schon am Bahnhof, hier oben auf der Festung. Das ist normalerweise hier in diesen Runden auch so. Ich habe mir aber gedacht, ich nehme mal hier die, wie soll man sagen, die Moscherlinie, diese kleine Banane, diese Straße, die hier unten ist. Und mir gedacht, ja komm, drehst du mal deine Wanne so, dass sie von vorne nicht treffbar ist. Im schlimmsten Fall treffen sie hinten deine Kette und fängst mal alles ab, was da auftaucht. Und da haben wir schon unseren ersten Kunden, eine M4. Und ja, wie viel Schaden hat er angerichtet? Nichts. Da taucht jetzt noch ein T28 auf. Da taucht noch mehr auf. Mein, das ist ja hier wie im Sommerschlussverkauf. Die beiden können sich nicht entscheiden, wer vorne stehen will. Irgendwie trifft mich gar keiner. Und ich kann gemütlich Schaden anrichten. Inzwischen sind wir schon bei 542 mit 4 Schuss. Wir haben also fast unseren Lebenspool ausverkauft. Und der Panzerjäger 1, der Tier 2, den hat es weggefrühstückt. Jetzt habe ich hier sogar zwei Seiten, die ich bearbeiten muss. Also rausgezoomt, dass ich Panzer besser sehe. Da kommt der T1 Heavy. Der trifft mich nicht. Den ignorieren wir, der fährt durch. Da ist jetzt wieder die... Was war's? Egal. Wir schießen einfach drauf. Und ich versuche mir jetzt hier irgendwie zwischen links und rechts immer zu entscheiden. Hab das Glück, dass wir da den T28 ausgeschaltet gekriegt haben. Jetzt brauchen wir uns bloß noch um den Heavy kümmern. Und im Prinzip eigentlich nur draufbraten. Hoffen, dass uns die Arti hier, denke ich, stehen, weil ich hier relativ Arti safe hinter der Häuserecke. Solange wir sie nicht oben auf dem Berg ist. Und jetzt ist es ein Geduldsspiel. Was mache ich? Warte ich nicht. Ich habe mich mal diesmal dazu entschieden, ein bisschen länger zu warten. Weil er ist was jetzt nicht mehr aufgedeckt, aber wenn er um die Ecke kommt, wird er wieder aufgedeckt, dann sehe ich ihn. Und mich hetzt ja nichts. Der ging es vielleicht nicht durch jetzt, der Schuss, aber die Geduld hat sich ausbezahlt an der Stelle. Ich habe den Kill gemacht, ich habe, glaube ich, seinen gesamten HP-Pool aufgebraucht, seine gesamten 600 Lebenspunkte, die der hatte. Das gleiche gilt auch für den T28, da war ich, glaube ich, auch der Einzige, der drauf gebraten hat. Also zwei Tanks mit voller Lebenspunktezahl habe ich rausgenommen. Einfach weil ich Geduld hatte, weil ich gelernt habe, was Doc sagte. Doc sagte ja in dem Replay, dreh die Wanne anders, damit sie nicht beschossen werden kann. Ich habe auch in den Videos geguckt, wie ich mich besser drehe, dass sie nicht vorne die Wanne beschossen wird. Ich habe bisher noch 0 Lebenspunkte Verlust und schon 1100 Schaden angerichtet beim Gegner. Ist jetzt vielleicht die Welt. Hier bin ich wieder ein bisschen verwirrt, weil ich zwischen Karte und Nicht-Karte gerade wieder am Ignorieren bin. Da fährt jetzt die KV-1, ich dachte, die kommt hier vorne aus der Ecke schon raus, da ist hier eine Kreuzung hinter den Gebäuden gewesen. Jetzt sitze ich da, was macht es denn, ne? Da ist ein Churchill, der aber ganz woanders steht, der ignoriert mich, der sieht mich gar nicht, der interessiert mich auch nicht. Der Keho ist hinter den Gebäuden auch wieder falsch verwirrt, geguckt auf der Map oder beziehungsweise falsch gemerkt, wo er lang fährt. Also, nächstbester Team oder nächstbester Gegner ist in dem Falle die KV-1, die wieder ein harter Kandidat werden kann. Aber happy, happy, happy. KV-1 legt uns schön die Seite zu. Ich glaube, wir haben ihn ordentlich Schaden eingeteilt.
200er Schaden. Und jetzt fressen wir natürlich auch Schaden. Also, ich gehe fast vorne auf den Waffenmantel. Wir haben noch 0 Schadenspunkte erhalten, aber den gönnen wir der KV1, denn dafür ist sie jetzt auch aus dem Spiel raus. 471 haben wir angerichtet an der KV1, also das ist nicht der volle HP-Pool, den wir, glaube ich, hat. Sind auch schon wieder bei 1655 Schaden, die wir angerichtet haben. Und wir haben es bloß noch mit einem Gegner zu tun, mit dem Kiho, der sich da irgendwie versteckt hat. Und da ist wieder die Situation, was mache ich jetzt? Gehe ich mit auf die Hatz? Weil der ist nicht mehr in der Position, wo er war, wie auf der Map markiert. Ne? Die weißen Flecken sind ja da, wo Gegner, wo ich den Kontakt zu Gegnern verloren habe. Ne? Da taucht er wieder auf. Und ich, derpy wie ich bin, oder killgeil wie ich war in der Sekunde da hinterher. Und ne, ich hätte einfach im Cap stehen bleiben sollen, ein paar Cap-Punkte noch abgrasen, um insgesamt mehr Punkte zu machen. Wie viele Punkte es im Endeffekt waren, werdet ihr jetzt in den Tabellen sehen. Und wir sehen uns dann gleich im nächsten Replay wieder. Also bis gleich. So, und da sind wir im zweiten Replay für heute. Ich starte mal das Replay selbst. Was ich schon sagen kann, ist, ich habe dieses Match nicht überlebt. Aber trotzdem zähle ich das jetzt mal für diese Woche zu den Replays, die ich so mit am erfolgreichsten hatte. In dieser Woche, wo ich sie aufgenommen habe. Weil da ein paar Situationen bei waren, die mir eigentlich gefallen haben. Auch wenn ich am Ende drauf gegangen bin. Ja, während wir noch warten, einmal zu den Gründen, wieso ich jetzt wahrscheinlich primär Replays zeigen werde, statt Live-Aufnahmen. Ich glaube, der große Vorteil liegt daran, ich habe mir mal meine paar VOT-Videos, die ich gemacht habe, mal angeschaut und auch noch die paar Schnipsel-Revue passieren lassen, die ich im Livestream gemacht habe. Das sind im Prinzip Matches, oder bei mir ist es eigentlich immer noch so, dass ich 60% der Matches in der Garage verbringe, weil mein Panzer in den ersten 2-3 Minütchen weggeballert wurde. Jetzt geht so ein Match aktuell eigentlich auch bloß noch 5 Minuten, aber dann sind die meistens auch vorbei. Aber ansonsten habe ich bisher immer verkackt, was die, ich sag mal, Kampffähigkeit angeht. Ich habe selten Schaden ausgeteilt, also in den meisten Spielen stecke ich immer noch mehr ein, als ich austeile. Sei es, weil das Matchmaking mit Schuld dran ist oder weil ich einfach nur zu blöd bin zum Spielen. Das möchte ich ja auf keine Weise ausschließen. Und deswegen wahrscheinlich primär jetzt Replays zeigen, weil da kann ich wenigstens gucken, ja, guck mal, das ist ein schönes Replay, da gab es ein paar schicke Punkte, ein paar schöne witzige Situationen. Ich bin vielleicht draufgegangen oder nicht draufgegangen, aber das könnte interessanter sein als das, was ich vorher gemacht habe, wo ich dann in einem Video, was vielleicht 10, 15 Minuten geht, ich 5, 6 verschiedene Panzer zeige, die alle nach einem weggeballert wurden. Das ist es nicht, dann lieber 2 Replays in einem Video verpacken und damit euch vielleicht mehr unterhalten, als das, wie es vorher war. Ihr könnt ja mal eure Meinung schreiben. Wir sind jetzt im Gefecht, da haben wir unseren ersten Kunden. Auf der Map muss ich eigentlich, ach, schon gesagt, wie die Map heißt. Also wir sind hier auf Nordwesten unterwegs. Tier 6er ist hier Cap. Wir haben unseren ersten Schaden ausgeteilt. Das ist eine Map, die ich eigentlich von der Seite noch gar nicht gestartet habe. Ich glaube nur 2-3 Mal bisher. Ansonsten war ich mal von der anderen Seite aus gestartet. Da bin ich immer ganz anders gefahren. Die wird sowieso überarbeitet, die Map. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt mal auf der Seite starte, dann fahre ich mal einen Weg, den ich sonst nie gefahren bin. Bin also jetzt hier runtergefahren. Und ich glaube, das ist gar keine mal so schlechte Idee, weil wenn ich sehe, dass die Gegner aus unseren Mit-Heavies auch hier unten sind, ist das wohl die Heavy-Lane, die man fahren sollte. Und wie wir sehen, so schlecht ist es nicht. Der zielt was auf uns. Aber entweder ignoriert er uns oder er sieht uns gar nicht. Egal, er ist tot. Das sind 1097 Punkte, die wir haben. Wir haben also, sind schon wieder in der Kür angekommen. Die Pflicht ist wieder erfüllt. Und ab jetzt ist bloß noch Abstauben angesagt. Mal gucken, was wir machen können. Ziel wäre jetzt natürlich noch, den M6 da vorne auszuschalten. Oder die Hellcat oben. Und ich stehe jetzt wieder da. Was machst du nicht? Ne? Wo gehst du lang? Wo fährst du hin? Wo bist du? Was willst du eigentlich? Und die
ja, was mache ich eigentlich Situationen führen meist noch dazu, dass ich entweder nicht schnell genug bei meinen Teammates bin, um die zu unterstützen, oder dass mir Kills entgehen. Ich habe jetzt in dem Panzer Schaden reingepumpt schon, konnte aber auch nichts mehr groß an dem absahnen, weil den Final Kill hat ein anderer gemacht. So, was haben wir da oben? Da haben wir jetzt eine Su-85. Ich muss das echt umstellen, dass da statt der Name die Panzertypen stehen. In dem teilen wir schon einiges an Schaden rein. Wir haben ihn auch gekillt gekriegt, also ich glaube die vollen Lebenspunkte sogar. Und da ist er. Der Churchill GC. Und hier Sechser. Wo man wissen muss, wo man raufschießt. Ne, wir haben jetzt mit zwei Schuss 274 Schaden angerichtet. Und ich sitze jetzt da und bin am Überlegen, was machst du? Ne? So, Lord Map ist ganz verwirrt. Die hat mich jetzt wieder vollkommen verwirrt in der Situation. Ich dachte jetzt, der Churchill steht irgendwie hinter mir, weil ich anders gedacht habe, als ich stehe. Und jetzt sitze ich da, was machst du jetzt? Dann gehst du auf die KV-1, also musst du umdrehen, weil du kommst von der Seite aus nicht hoch. Denn da, wo der Aal steht, da kommst du auch nicht hoch. Und doch, da kommst du hoch, aber das dauert ewig, mit diesem Heavy wieder hochzufahren, diese Schräge. Also müsstest du die ganze Straße zurückfahren und dann in die KV-1 rein. Oder ja, versuchst du den Weg hier zu nehmen, weil so viele Gegner sind es nicht. Wir sind ein Kill im Vorsprung. So schlecht hast du dich bisher nicht angestellt. Also komm, was machst du? Gehst du hoch. Von da könnte der Churchill kommen. Schon mal halbwegs mitgedacht, ne? Und hier fangen die Fehler an, aus meiner Sicht zumindest, fangen hier die Fehler an, dass ich zwar damit rechne, dass der Churchill jetzt immer noch da hinten stehen könnte, da um die Ecke rum, aber die ganze Sache vollkommen falsch angehe. Ne, ich drehe mich so zurecht, dass er mich vorne nicht erwischt, dass er mich vielleicht in der Flanke nur sieht, merke, ja, geht nicht auf, also. Und da ist der Fehler. Ich mache kurz Pause. Und da ist der Fehler. Mein Gedanke, er geht nicht auf, also ist er da nicht mehr. Was ich aber nicht bedacht habe, ist, dass da eine kleine Kuppe hinter ist. Und wenn er hinter der Kuppe steht, kann ich ja gar nicht hinter die Kuppe gucken. Ja, das ist ja kein Radar, was wir da unten haben, sondern die Minimap zeigt nur das an, was sich in unserem Sichtbereich befindet. Wenn er sich hinter einem Busch versteckt, ich kann durch den Busch nicht durchgucken, dann sehe ich den auch nicht. Wenn er sich hinter einem Baum versteckt und der umgekippten, da kann ich auch nicht durchgucken. Und wenn er sich nur mal hinter der Kuppe versteckt, wo ich nicht hintergucken kann, dann sehe ich den auch nicht. Also, er ist nicht da, vollkommen vergessen. Was machst du jetzt? Gut. Da kommt die Quittung des Ganzen. Er ist noch da. Er steht nur hinter der Kuppe. Und da ist der Fehler. Panik, Panik. Umdrehen. Die Kanone sind 50 Jahre, er die sich dreht. Und das war's. Wir sind Trophy-Young. Das Match haben wir, glaube ich, noch gewonnen am Ende. Das Match ging noch siegreich aus für unser Team. Ihr werdet das sowieso gleich sehen in den Tabelle, wie es ausgegangen ist. Und das war es dann auch wieder für heute für die Replays. Das war es auch mit den Replays für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder in neuen Replays. Erstmal in neuen Replays. Und ihr könnt mir ja unter die Folgen jetzt schreiben, wie ihr das findet, ob das mit den Replays besser ist oder ob euch Live-Aufnahmen besser sind, wo ich mehr fehle. Was ich aber qualitativ ein bisschen blöd finde. Ansonsten nächste Woche mit einem neuen Panzer. Da wird sich dann die ganze Woche mein anderen Panzer drehen. Mal gucken, welchen. Wir werden es sehen. Euch noch ein schönes Wochenende. Bis dann und tschüss.